Ich bin momentan mega obsessed mit Enoki-Pilzen. Ich habe die gekauft und wir machen das jetzt nach. Als erstes nehmen wir ein dreckiges Brettchen und legen sauberes drauf. Dann muss man hier von diesen Pilzchen einfach nur die Erde unten abschneiden. Boah, ich muss sagen, die stinken ein bisschen nach Arsch. Auf jeden Fall meinte sie in dem Video, die wären gar nicht so teuer. 3 Euro. Ja, Schatz, 3 Euro für eins. Ich habe jetzt einfach nur eins geschnitten. Ich glaube, das reicht. Und ich weiß nicht, ob man die waschen muss, aber ich lasse es einfach. Jetzt brösel ich sie so einfach ein bisschen in die Pfanne. Das wird schon passen. Noch ein bisschen Olivenöl drüber. Ich glaube, das reicht. In der Zwischenzeit drückt ihr das Plus und wir machen die Soße. Ich habe hier einmal so eine Paprikapaste gekauft. Da machen wir jetzt einfach ein kleines bisschen rein. Oh, ein kleines bisschen viel. In der Zwischenzeit immer diese Dinger wenden. Klappt nicht. Dann noch ein bisschen Chiliflocken. Oh, noch ein bisschen mehr. Und jetzt machen wir einfach nur noch so ein ganz kleines bisschen Wasser rein. Oh. Irgendwie geht alles schief, was ich mache. Und jetzt schütte ich das hier einfach so da rein. Oh, nee. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut war. Sieht auch gar nicht so schlimm aus. Okay, jetzt gibt's einen Taste-Test. Oh Gott, ist das heiß. Krank, scharf und konsistent, schmeckt nach Pimmel.